Und damit begrüße ich euch zum heutigen Angespielt. Wir testen die Demo zu Kirby Fighters 2. Tatsächlich das Spiel bereits Ende September erschien. Ja, es ist mittlerweile auch bei mir angekommen, dass man das spielen kann. Nein, lag daran, dass einfach andere Spiele aktuell Vorrang hatten. Aber jetzt möchte ich auch mal die Demo von diesem Spiel testen und schauen, was dieses Spiel so kann. Es hat auf jeden Fall einen Singleplayer, es hat aber auch einen Multiplayer natürlich. Und rechts oben dieses, Hell Laboratory Inc. Das kennen wir auch so ein bisschen von Smash. Und Kirby Fighters hat auch so die eine oder andere Ähnlichkeit zu Smash. Ob sich es lohnt, dieses Spiel zu spielen, das wollen wir uns heute anschauen. Und wer dann noch nicht genug davon hat, der kann natürlich auch die Gratis-Demo im Nintendo eShop runterladen und das Spiel einmal testen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kapitel 1, Partnerkampf-Debüt. Das ist also so ein bisschen der Story-Modus, der hier mit drin ist. Ja, hier haben wir es auch nochmal, Story-Modus. Dich erwartet ein Turm voller Gegner. Auf dem Weg nach oben mit einem Partner gilt es, Items zu sammeln und stärker zu werden. Wenn du besiegt wurdest, kämpfe als Geist weiter. Ein Angriff auf einen Gegner kann dich wiederbeleben. Das ist natürlich interessant. Ja, man kann das Ganze zu zweit spielen, quasi mit einem Partner. Allerdings nur lokal oder eben allein im Singleplayer. Und dann wollen wir doch jetzt mal schauen, was uns genau hier erwartet. Wähle als erstes den vom Spieler gesteuerten Charakter. So, wir haben einmal den Kirby mit Schwert, Kirby mit Bombe oder Kirby mit Zauberstab. Der hatte, nee, doch ganz klar das Schwert Kirby. Und als Partner, bleibt mir bloß der übrig. Ich gehe von aus, dass die ganzen anderen Kirbys in der Vollversion dabei sind. Ich weiß nicht, ob man die teilweise erst noch freischalten muss. Das kann natürlich auch sein. Wir haben auf jeden Fall nur den Waddle Dee Assistent und ja, let's go. Kapitel 1. Etage 1. Jugendlichstab. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Arbeite im Partnerkampfturm mit deinem Partner zusammen. Die Spitze erreicht man nur, wenn das Teamwork stimmt. Okay. Ja, wir haben uns erstmal ganz sehr lieb. Alles klar. Verursachen, also. Ey! Bin ja ungefähr genauso gut wie in Smash. In dem Game. Aua! Ha! Macht mein Partner eigentlich auch was, oder? Ich will den mal fressen. Ah, nice. Nice, Alter! Okay, hat auf jeden Fall was Smash-artiges, aber ist ein bisschen einfacher als Smash, weil nicht so viele Kombos natürlich möglich sind. Und ja, es gibt halt nur einen Angriffsbutton, den kann man halt in verschiedene Richtungen machen. Je nachdem, wo man halt gerade den Stick hindrückt. Man kann springen und man kann halt den Gegner fressen, viel mehr ist da nicht. In der Vollversion kannst du einen Kämpferrang erringen, erhöhst du diesen, kannst du viel Level und Charaktere freischalten. Ah, okay, die Charaktere kann man also freischalten, alles klar. Oh, gegen zwei Gegner. Partnerkampfdebüt. Argos Beam und Schweigsamkünstler. Dann let's go. Etage 3. Ah. Aber. Oh. Yes! Yes, Alter, wir haben dieses Partner-Ding ins Kirchen. Und jetzt können wir auf die schießen, ist das richtig? Wie lange kann ich denn jetzt schießen eigentlich? Ah, okay. Jetzt haben wir die beide gehittet und jetzt kriegen die so einen richtigen Hieb ab, oder? Alter, geil. Okay, einer ist down. Ach nee, das ist ja... Haben wir jetzt ernsthaft uns geschmatzt? What the hell, Alter? Du blöder Kackaffe! Oh, der ist down. Jetzt müssen wir noch fix den anderen down bekommen, bevor der zum Geist wird. Yes!
Aber das ist natürlich nice, ne? Wenn der andere dann, also wenn einer von beiden dann tot ist, wird er nach so circa 5 bis 10 Sekunden zum Geist. Das heißt, wenn der andere dann erstmal so ausweichen kann, kann sich der andere natürlich, kann sich der Geist wiederbeleben, indem er einfach einen Hit landet. Das ist natürlich auch nice. Frage ist, wie viele Etagen hat dieser Turm? Auf welcher Etage treffen wir denn dann auf? DDD und Meta Knight. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen mysteriösen Gegner vorgesetzt bekommen. Ach, den Kackbaum. Na klar. Zwei natürlich gleich. Woods and Woods. Riesenbaumzwillinge. Fertig, los. Wir greifen einfach nur den einen Volt an, ne? Was bringt mir... Ah, okay. Ah, ich fress mal die Melone. Ja, okay. Das heilt mich so ein Stück weit. Du sollst mich nicht schmatzen, du sollst mit kämpfen, Junge. Nicht schmatzen, immer! Mann, warum... Also... Ich weiß nicht, also Kirby ist mir ein bisschen zu... keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ist er eine Wut damit jetzt tot, oder? Vor allem, es reicht halt, wenn wir die ganze Zeit einen Wut angreifen, ne? Oh mein Gott, Alter. Aua. Okay, also gegen die Äpfel kannst du nicht viel machen. Du kannst sie auch nicht... Ja, gönn dir mal die Milch, Kollege. Aua! Sind das für komische Würmer jetzt hier? Würmer sind ja richtig... Aua! Ich gönn mir das Eis. Mein Eis. Aua. Aua, Alter, was ist jetzt los hier mit den Äpfeln? Oh, eine Karotte. Wir müssen die jetzt mal irgendwie killen, bevor ihr noch mehr runterkommt. Da kommt noch so ein Riesenapfel. Nein. Jawohl, erfolgreich ausgewichen. Erfolgreich den Riesenapfel. Ich gönn mir die Milch. Warum kämpft er eigentlich immer auf der gleichen Seite wie ich? Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir uns aufteilen? Egal, wir haben die Partnerzwillinge, diese Baumzwillinge, Wurz in Wurz besiegt. Easy going. Glückwunsch! Jo, mehr ist aber hier in der Demo-Version nicht drin. Von daher schauen wir mal, was es sonst noch so gibt hier. Gibt natürlich Online-Spiel, wo ich mir richtig auf die Fresse schlagen lassen könnte wahrscheinlich, oder? Okay, scheinbar spielt kein Schwein dieses Spiel, sodass wir Online-Spiel nicht machen können. Sehr interessant. Das ist ja auch mega lustig. Okay, dann können wir ein lokales Spiel machen. Kann ich das gegen CPU machen, lokales Spiel? Ach nee, lokales Spiel ist ja dann wieder mit anderen Switch verbinden, genau. Ja, und der Kampfmodus, der ist nur möglich mit Nintendo eShop. Das ist natürlich schade. Ja, Leute, viel mehr hat die Demo dann leider Gottes auch nicht zu bieten, außer den Story-Modus, wo wir 5 Etagen spielen können. Der Online-Modus, der funktioniert nicht so richtig, weil random Online-Kämpfe, irgendwie findet es da keine. Scheinbar spielt kein Schwein das Spiel. Aber dort könnte man natürlich dann auch gegen Freunde letzten Endes spielen in der Demo. Ich weiß gar nicht, ob man dort problemlos und pausenlos gegen andere Freunde spielen kann. Hab das jetzt noch nicht probiert. Wenn ihr da Erfahrung habt, gerne mal in die Kommis reinschreiben, ob das in der Demo-Version möglich ist. Der Kampfmodus, der ist nur in der Vollversion dabei. Und lokales Spiel, ja, denke ich, sowas wird sehr, sehr selten genutzt. Insgesamt, ja, wie gesagt, ist ein vereinfachtes Smash mit eben bloß einem Angriffsbutton, den man in verschiedene Richtungen dann ausführen kann. Ansonsten gibt es keine irgendwie Spezialattacken oder ähnliches. Ist halt alles sehr, sehr einfach gehalten. Wem es gefällt, für den ist es sicherlich was, aber wird mit Sicherheit auch Leute geben, die da Smash mehr bevorzugen, weil es einfach insgesamt mehr bietet. Und für 20 Euro dieses Spiel holen, um ein bisschen online sich zu smashen mit anderen, wenn man schon selber Smash hat, ja, dann ist das mit Sicherheit nichts, was man sich holt. Und nur für den Story-Modus, glaube ich, gibt man auch keine 20 Euro aus. Aber schreibt mir gern eure Meinung in die Kommentare, würde mich wahnsinnig interessieren. Für heute war es das zum Angespielt. Ich bedanke mich dafür, dass dabei war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gern auch beim nächsten Angespielt wieder rein. Bis dahin, macht's gut.